Das war mal eine richtige Klatsche für den Berliner AK um Torwart Luis Zwick. 1:8 gegen den FC Karlsruhe jener vergangenen Freitag. Als Torhüter natürlich nie schön, wenn du 8-mal hinter dich greifen musst. Trainer Volkan Uluc war enttäuscht nach dem Spiel, sprach von einer Beerdigung erster Klasse und meinte, es ist ein Punkt erreicht, wo man jetzt rigoros sein muss. Der Berliner AK präsentierte sich bei Lok Leipzig deutlich besser als noch gegen Karlsruhe Jena. Yajima auf Keanu Schneider und der erste Abschluss in der Partie nach gut 10 Minuten. Setzten hier gleich mal ein erstes Ausrufezeichen. Lok zuletzt mit 2 Siegen in den letzten 2 Spielen gegen Lichtenberg und Meuselwitz. Sie peilen in der Liga noch Platz 3 an. Flanke Oban auf Jamal Ciane. Vor Zwick kommt nicht mehr durch und Ogbidi verpasst auch. Zwick ist zur Stelle für Ciane. Wäre es ja beinahe das 17. Saisontor. 16 hat er schon auf dem Konto. Und hier kann er den Ball nicht mehr vorbei an Luis Zwick spitzeln, der das in dieser Szene gut macht. Und weiter Lok über die rechte Seite mit Pfeffer und Ogbidi. Pfeffer hat viel Platz zum Flanken, entscheidet sich aber für die flache Variante. Der Ball kommt dann zu Dombrova. Riesenchance für Lok Leipzig. Tobias Dombrova im letzten Heimspiel hat da das 1:0 gegen Lichtenberg erzielt. Zwick vielleicht sogar noch dran mit den Fingerspitzen. Was für eine Gelegenheit. Die gefährlichen Aktionen hatte der erste FC Lok vorrangig. Dann mal der BRK mit Dosun. Müller war da aus seinem Tor rausgekommen, aber sie können kein Kapital draus schlagen. Immerhin stand beim BRK auch hinten noch die 0. Kurz vor der Pause nochmal Lok mit Ogbidi auf Dombrova. Der nimmt dieses Mal den Kopf und nicht den Fuß wie eben. Aber auch hier will der Ball nicht rein. Das Positivste wahrscheinlich für BRK-Torhüter Luis Zwick. Hinten stand noch die 0. Aber auch nach der Pause Lok mit den besseren Aktionen. Die Ecke kommt zu Linus Zimmer. Der nimmt den einfach mal direkt. Danach ist es abseits. Starker Schuss von Linus Zimmer. Er ja einer, mit dem man auch für die kommende Saison planen darf, hatte seinen Vertrag kürzlich ja verlängert. Der BRK, 51. Minute, hat eigentlich alles unter Kontrolle. Denkste Chart mit dem zu kurzen Rückspiel. Ogbidi muss sich die Ecke im Tor nur noch aussuchen und vergibt die 100%ige. Theo Ogbidi hat freie Bahn und trifft Sean Kauter, den Berliner Kapitän, der auf die Linie gerannt war. Starke Rettungsaktion natürlich in dieser Szene. Ogbidi weiß, dass er da mehr draus machen muss. Das Spiel lief jetzt vorrangig in eine Richtung. Und Achtung, es wurde noch verrückter, denn Ciane vergibt die nächste 100%ige. Und da weiß auch Loks bester Knipser, dass er den reinmachen muss. Er spielt die Rückgabe zu BRK-Keeper Zwick. Ja, vielleicht hatte der danach noch ein paar tröstende Worte für Ciane übrig. Nur eine Minute später, 74. Wieder Lok, wieder Ciane. Meine Herren. Jetzt machte Lok es unnötig spannend. Ciane setzt den Ball drüber. Und sie hatten es jetzt natürlich eilig. Der BRK konnte gut mit diesem Punkt leben, das wurde deutlich. Aber Lok wollte mehr. Grimm, der wurde eingewechselt. Auf Ciane und jetzt passt. Jetzt findet der Ball doch noch den Weg durch ins Tor. Und da gibt es kein Halten mehr. Die Flanke von Grimm, Yajima und Meier können gegen Ciane beide nicht klären. Der kann sich da lösen, steigt ein bisschen hoch und köpft den Ball rein. Und so jubeln sie über Jamal Cianes 17. Saisontreffer und den 1:0 Erfolg in der 89. Minute über den Berliner AK. Und ja, wir wussten, dass wir alles wegverteidigen müssen, wenn wir hier was holen wollen. Ja, und bis kurz vor Schluss haben wir die Null gehalten. Wenn man auch bedenkt, dass gefühlt die Hälfte der Mannschaft noch weggebrochen ist davor, mit Verletzungen gesperrt, krank.
Kann ich den Jungs nur ein großes Kompliment machen für den Fight. Nichtsdestotrotz ist es einfach momentan noch so eine Phase, dann geht er doch irgendwie kurz vor Schluss noch rein, es ist bitter. Aber wir können das, also Willen können wir, das haben wir glaube ich 7, 8, 9 Mal gedreht, in der letzten Minute Tore geschossen, aber es war ein Sieg der Qualität, muss ich mal sagen, weil am Ende ist es hochverdient. Die Erleichterung war größer als die Freude. Viel, habe ich gerade eben gesagt, viel größere Chance kriegst du glaube ich nicht, geht nicht. Ich bin nicht überrascht, aber ich sehe den Ball irgendwie spät, keine Ahnung, ist natürlich keine Ausrede. Ich kann glaube ich sogar nochmal annehmen, den ersten von Theo und brauche ich mich ja gar nicht erklären. Das sieht man glaube ich dann in den Bildern, da muss halt einfach rein und fertig ist. Und so sprechen die Gesichter Bände nach diesem knappen, hart erkämpften Sieg. Jamal Ciane, einmal durchpusten bitte. Lok springt durch den Sieg vorerst in der Regionalliga-Tabelle auf Platz 3.